Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius zu Gast am Donnerstag bei seinem US-Kollegen Lloyd Austin. Nach dem Treffen bestätigte der SPD-Politiker in Washington die geplante Lieferung von 3 HIMARS-Raketensystemen auf deutsche Kosten an die Ukraine. Wir haben außerdem gesprochen über, das kann ich Ihnen jetzt bestätigen, dass wir in Zusammenarbeit mit den Amerikanern 3 HIMARS-Werfer an die Ukraine liefern werden. Die stammen aus Beständen der US-Streitkräfte und werden von uns bezahlt. Wir haben außerdem noch einmal nachdrücklich bekräftigt, wie wichtig die NATO, aber auch gerade die europäischen Partner sind, wenn es um die Frage geht, wie unterstützen wir die Ukraine, welche Bedeutung, welche Gefahr steckt in dem Angriff Putins auf die Ukraine für die Sicherheit in Europa und in der Welt. Immer wieder die Frage, was macht das eigentlich mit anderen Autokraten dieser Welt, wenn Putin diesen Krieg gewinnen sollte, was wir als Pflicht ansehen, zu verhindern. Das Raketensystem hat eine Reichweite von etwa 75 Kilometern und wurde zum ersten Mal im Juni 2022 an die Ukraine geliefert. Es zwang die russische Armee unter anderem, ihre Nachschubdepots in größerer Entfernung von der Front anzulegen.